An Tagen wie diesen, liebe Schwestern und Brüder, an einem Tag, da die Kirche unsere liebe Frau auf dem Berge Karmel feiert, wird anhand von Personen deutlich, was dieser Tag meint. Nicht nur, dass der Karmel angetan ist, ein Heiligtum der Gottesmutter zu sein, sondern ich fand einige Sätze von Edith Stein, die sie schrieb, wo sie mit ihrem tiefen Intellekt eine geradezu kindliche Frömmigkeit verbindet. Auch das Lied, das wir gleich zur Gabenbereitung singen, ist davon gekennzeichnet. Und es zeigt, welche Wege wir in der Kirche zu gehen haben, damit wir vorankommen. Wir neigen dazu, immer beides gegeneinander auszuspielen. Aktion und Kontemplation, das kindliche Gemüt und den scharfen Intellekt. Beides muss zusammenkommen, damit Glaube fruchtbar wird. Karmel als Ort des Propheten Elia, als ein Ort der Stille und der Beschauung, ist ein Zeichen dafür. Edith Stein schreibt: Maria ist dem Propheten Elia im Bilde der regenverkündenden kleinen Wolke offenbar geworden. Die Ordenslegende berichtet, dass die Gottesmutter gern bei den Einsiedlerbrüdern auf dem Karmel geweilt habe. Wir verstehen wohl, dass sie sich an den Ort hingezogen fühlte, wo ihr von alters her Verehrung gezollt wurde und wo der heilige Prophet in demselben Geist gelebt hatte, der auch sie erfüllte, seit sie auf der Erde weilte. Losgelöst von allem Irdischen, anbetend vor Gott zu stehen, ihn aus ganzem Herzen zu lieben, seine Gnade auf das sündige Volk herabzuflehen und genugtuend für dieses Volk einzustehen, als Magd des Herrn, seines Winkes gewärtig zu sein. Das war ihr Leben.